Elden Ring, Shadow of the Erdtree, die Reise beginnt. Ich freue mich sehr, das Add-on ist endlich da und wir spielen es gemeinsam. Wir haben uns noch die Story des Hauptspiels gemeinsam angeschaut mit dem alten Game 2 Video. Die ganze Elden Ring Story auf Hessisch mit Trant und Schröckert. Und jetzt gehen wir hierhin in diesen Thronsaal von Mock, den wir ja noch gelegt hatten als Vorbereitung. Ich weiß, dass es da sozusagen den Eingang ins DLC gibt. Ich weiß aber nicht, ob hier irgendwas getriggert wird, wenn wir zum ersten Mal wieder hier zurückkehren. Ah, guck mal hier. Da haben wir doch jemanden. Hallo! Ich glaube, ich schieb mich mal nochmal, bevor ich mit dem rede, ganz kurz ein Stück zur Seite, damit ihr auch sehen könnt, was so runentechnisch hier abgeht. Let's go! Huh. Were you guided here by kindly Mikula? I am Leda. And like you, I was guided by faith along his honorable path. Touch the withered arm, and you too will be transported to the realm of shadow where Mikula the Kind now dwells. My compatriots are there already. Like us, they have heard kindly Mikula's call. If you can find them, they are certain to lend you aid. Okay. Also, mein Gefühl ist, niemand respektiert mich so richtig, weil wir haben jetzt das Hauptspiel eigentlich durchgespielt und es wäre schon cool, wenn die mich ein bisschen erkennen würden. Weil ich bin ja schon, ich meine, ich habe das Rella, wie heißt sie nochmal? Ende, das ist diese blaue Zauberin, die Seelengestalt in der Puppe halt. Und das Ende habe ich gemacht und ich glaube, ich habe sie ja geheiratet. Das heißt, ich bin ja jetzt sozusagen der König, so, von der Welt. Rani heißt sie, genau, Entschuldigung, Rani. Würde ich mir schon ein bisschen auch erwarten, dass die Leute mich dann erkennen und sagen, hey, bist du nicht der Typ, der zur rechten Seite Rani sitzt und über die gesamte Welt herrscht, so niemand erkennt mich, finde ich ein bisschen schade. Come now. Touch the withered arm and travel to the realm of shadow. I will not be far behind. May we meet again. Come now. Okay. Touch the withered arm and travel to the realm of Machen shadow. Machen wir das. Wir traveln ins Reich, auf ins Reich der Schatten. Du bist das halt aus deinem echten Leben gewohnt, da erwartest du das auch in-game. genau das ist es. So, hallo. Ist es hier etwa dunkel? Sollten wir vielleicht zu Beginn einmal unsere viel zu sehr versteckte Laterne aktivieren. So, dann gehen wir mal los. Ich bin mir nicht sicher, was hier meine Ausrüstung und so noch wert ist. Ich habe ja eh nicht mich optimiert oder so großartig, sondern ich habe eigentlich relativ blind und ohne Guide das Hauptspiel gespielt. Ein paar Sachen habe ich mir dann am Ende, klar, nochmal auch zeigen lassen, aber ich habe jetzt nicht so einen wirklich optimierten Bild, bis auf die Tatsache, dass ich ja diese beiden blutgetränkten Katana dabei habe, die, glaube ich, auch durchaus als Bild zu verstehen sind, aber die habe ich jetzt auch nicht wirklich gesucht, sondern das eine ist ja noch das Standardschwert, soweit ich mich erinnere, was man ganz zu Beginn hat. So, geil. Das ist ja eindeutig ein Friedhof, aber so ein spiritueller Friedhof. Überall sind so Geistergrabsteine. Was heißt das denn? Wenn man in der Geisterwelt stirbt, kommt man dann zurück ins Leben? Ist das vielleicht ein ewiger Kreislauf? Wer im Tod stirbt, wird geboren. Und wer im Leben stirbt, kommt ins Reich der Toten zurück. Alter, hier sind aber echt viele Leute. Dann wollen wir mal schauen. Das scheint mir dann eine Straße zu sein. Aber nee, doch nicht. Das sind einfach nur so etwas imposantere Grabsteine für die Reicheren. Alter Schwede, ist das ein riesiger Friedhof. Das sieht ja einfach richtig geil aus. Können wir mal ganz kurz bitte das respektieren, wie geil das aussieht. Das ist noch ein sapschiger Baum. Ist das der zweite Baum, der gepflanzt wurde von, wer war es noch direkt? Im Keller, wer hatte den gepflanzt? Gibt ja so einen zweiten. Ah, was? Hier. Oh, die Radarfrucht. Ein neues Gewächs. Gucken uns erstmal alles hier in Ruhe an. Ich mag gerade diese Stille, diese Weite. Es hat
hat was Epochales. Oh, da hinten sind Wanderer. Oh nein, ich muss direkt wieder. Hallo, guten Tag. Mein Name ist König von allem. Ich weiß überhaupt noch nicht, wie die hier einzuschätzen sind. Deswegen. Das sind ja erstmal so Standard-Mobs hier. Ja, ja. Wir machen mal vorsichtig. Wir sind mal nicht arrogant. Aber die haben alle diese Radarfrucht in sich. Okay, also wir können jetzt hier in diese Stadt. Ich nehme mal an, dort im Norden ist die Party. Da müssen wir hin. Also bevor wir auf diese Party gehen, gehen wir mal kurz den Weg nochmal ein Stück weit hier entlang. Pflücken uns so einen Rotfleischpilz. Einfach aus Interesse. Was uns hier noch erwartet. Und dann gehen wir natürlich ins Schloss. Guten Tag, werte Wanderer. Ich bin auch nur durch Zufall hier. Okay, was haben wir hier? Da ist das Gebirge. Wir haben natürlich jetzt noch nicht großartig Kartenstücke oder so gefunden. Okay, also da scheint es eine ganze Weile noch weiter runter zu gehen. Komm, dann können wir unser Pony... Ja. So, dann gehen wir mit dem Pony jetzt mal Richtung Stadt. Ich nehme mal an, da wird ja Action sein. Und die andere Richtung können wir später auch noch entlang galoppieren. Oh, da sitzt... Guck mal, da sitzt eine Gestalt. Da fragen wir nochmal erstmal Hallo. Alle miteinander glühend, verkohlt, verbrannt und fort. Das klingt ja nach diesem Pyromantenende, zur Fackel geführt, von Mesmer und seinem Pack. Reinhold Mesmer oder was? Womit haben wir ein solches Schicksal verdient? Wir haben einzig unser Leben geführt, in Frieden gelebt. Ja, sie sagte immer nur das Gleiche. Das klingt ja ehrlich gesagt ganz schön traurig. Oh Mann, hier sind die alle, oder? Ne, warte, das sind die. Okay, die beten den Baum an, oder was? Ich lasse die in Ruhe. Wenn die mir nichts tun, tue ich denen auch nichts. Erst wenn die mich angreifen, wehre ich mich. Hallo? Greif nicht nach dem Messer, bitte. Ich tue dir nichts. Okay. Das wäre jetzt... wie gesagt, oh, ein Harzknoten. Leute, hatte ich mir doch schon immer mal gewünscht. Jetzt kommt hier die ganze... Haben die ihre Messer? Der hat sein Messer gezogen. Der hat sein Messer gezogen. Was? Haben die... Oh, guck mal, die haben auch einen Bogen. Oh ne, das ist so ein anderer Steine-Dummschleuderer oder sowas. Der sich da versteckt da oben, ne? Noch einen leckeren Harzknoten. So, was haben wir hier? Handbuch des großen Herrschers. Handbuch des großen Herrschers. Ich glaube, es gibt eine neue... Ah, jetzt kommen die da alle. Ich wollte mal in Ruhe... Oder hauen die jetzt ab? Ich wollte mal in Ruhe das Handbuch lesen. Hier sehen die mich nicht, oder? Jetzt gucken die erstmal, da war doch gerade einer, ist mir doch egal. So, und zwar ist es neu sortiert worden. Ich glaube, es gab, ich weiß nicht, ob das mit dem Addon ist oder mit einem Patch dazugekommen ist, schon vorab. Ich glaube, mit dem Addon erst. Und zwar soll es jetzt hier oben einen Reiter geben, dass man auch erkennen kann, was man also zuletzt erhalten hat. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Wo sieht man das denn? Oder ist das, also man kann es ja schon immer sortieren, aber ich dachte, es gab einen eigenen Reiter jetzt. Info. Okay, da haben wir das gerade bekommen? Nee. Warte mal. So. Okay, das gibt's auch nicht so, wie ich mir das vorgestellt hatte.
Okay, das ist letztes unten da. Das Handbuch des großen Herrschers. Erweitert das Handwerksrepertoire. Muss in den Optionen angeschaltet werden. Ah, das muss man erstmal im Menü anschalten. Unter den Einstellungen, das ist ja interessant. So, Bauplan des großen Herrschers der Länder nah und fern bereist hat im grotesken Brauch also seines Geburtsortes geplagt. Füllt er große Töpfe mit allen möglichen Dingen. Mit diesem Wissen könnt ihr Folgendes herstellen. Schwerer Feuertopf. Ah ja, okay, können wir jetzt craften. Dann lass es doch mal kurz... Geht das hier auch im System noch? Oder muss ich dafür raus? Das wäre doch Quatsch mit Soße. Da, neue Objekte markieren. Und kürzlich verwendete Objekte anzeigen. Das ist wahrscheinlich das hier, ne? War es das? Genau, ne? Mal kurz gucken. Aber jetzt habe ich das ja schon benutzt. Brauche ich dafür? Gibt es einen eigenen Reiter jetzt auch? Oder werden die nur in ihrer jeweiligen Kategorie angezeigt? Naja, wir werden es sehen. Noch haben wir jetzt ja nicht so viel gefangen. So, dann gehen wir mal da zu diesem lecker leuchtenden Totenkopf. Holen uns die gebrochene Rune. Und schauen von hier uns das Ganze mal an. Ich bin ja mal Fan davon. Wollte der darauf galoppieren? Mit seinem Pferdchen. Immer Fan davon, sich das auch so ein bisschen hier so reinzuziehen, was die, wie die Umgebung ist. Also was ich interessant finde, ist, die haben überall diese Tücher über die Häuser, was anfangs wie Dächer ausschaut, so einfach rote Dachpfannen, sind in Wirklichkeit so Tücher. Und entweder hier ist eine Krankheit ausgebrochen und die wollten mit diesen dicken, schweren Tüchern sozusagen die Krankheit eindämmen, so eine Art Quarantäne. Oder das ist ein Totentuch. Ah, okay, wenn ich beides einschalte, dann kommt der neue Reiter. Okay, pass auf. So, okay. Da werden wir jetzt auf jeden Fall mal ein bisschen... Da oben sehe ich auch diverse Items noch. Wir nehmen mal unser Pony, das kann wunderbar weit springen und auf diese Dinger hier rauf. Also es kann natürlich wirklich sein, dass es hier eine Art Krankheit gab und sie hat zwar gerade von einem Feuer gesprochen, die eine traurige Person am Wegesrand, aber das würde halt auch zu diesen ganzen Grabsteinen passen, dass hier eine pestartige... Ey, warte mal. Ich guck mir erstmal alles an. Können wir kurz... Okay, warte. Leute, ich bin hier eigentlich nur... Ich bin's auf Sightseeing-Tour. Können wir ganz kurz mich einfach machen lassen? Ich lasse die in Ruhe, die da sitzen. Die haben mir nichts getan. Ich wollte mit meinem Pony da hoch. Geht nicht. Aber ich hatte noch ein Item gesehen, vielleicht kommt man dann von der anderen Seite darauf. Kann ja auch nicht sein, dass das jetzt hier so ein Hindernis... Ah! Parcours ist, wollte ich sagen. Genau da. Ja, guck mal da durch dieses Loch in der Mauer. Ja, natürlich Hammer, wenn ich jetzt da rüber springen kann und dann von der anderen Seite da hochkomme. Dann habe ich das hier komplett ausgetrickst, das Spiel. Weiß ich, welches Level bin ich? Ich glaube 158 oder so. No! Oh, no! Ah, das will ich jetzt auch nochmal probieren. Das machen wir nochmal. Warte, wie habe ich das... Wie bin ich da raufgekommen? Hier über den Zipfel, ne? So, ja, geil. Na, das Gau... Ey, das machen wir nochmal. Das ist nicht so leicht, mit dem Gaul dann wirklich präzise zu landen. Ja. Okay. So, wo war das Item, was ich gesehen hatte? Machen wir mal lieber zu Fuß. Jetzt glitsche ich hier wieder runter. Krummfingermedizin. Was? Ich werde beschossen. Warum?
Alter, hat der mich mitten im Galopp? Hat er mir einen gegeben? So, ganz entspannt. Wir snacken mal ein bisschen Lebenssaft. Gucken wir uns das jetzt hier in Ruhe an. Also da ist eine Tür. Bevor wir ins Innere der Burg eindringen, gucken wir erstmal, was hier Phase ist. Okay, das... Lol. Okay, ich hätte einfach hier hochgehen können. All die Strapazen, die ich auf mich genommen habe, waren völlig umsonst. Weil ich hätte ganz einfach diese Treppe hochgehen können, auf der ich ja auch schon stand. Okay. Ja, warum sollte man sich das einfach machen, wenn man es auch super kompliziert haben kann? Was liegt da unten rum? Was ist das für ein... Ein roter Knubbel da unten? Ich weiß es nicht. Vielleicht so ein Pilz. Selbstverständlich zerkloppen wir hier alles. Diese ganzen Nachrichten sind eh alles nur rumgetrolle. Aus dem Spoilern, die ich könnte auch offline spielen und das ausmachen. Diese Schmetterlinge, ne? Die haben mich schon mal ins Verderben geführt. Wisst ihr das noch? Ich glaube nicht, dass ich da raufkomme. Fast. Aber der ist halt ein bisschen störrisch, auch der Gaul, ne? Also. Ungefährlich. So. Und hier hat man einen super Ausblick. Ich gehe aber lieber zu Fuß. Da habe ich mehr Kontrolle. Ja, hier hat man. Guck mal, da hinten der Baum. Der sieht aus wie so eine wandelnde Gestalt, die mitten im Gang zum Baum erstarrt ist. So die Äste sind so die Arme, die nach vorne gestreckt werden. Oben sieht man so ein Köpfchen rausgucken. Also, es ist wirklich. Oh, da hinten, guck mal, so ein Feuergefäßkopf. Mann. Was? So, dann gehen wir mal hier weiter, dieses Todestuch entlang. Da sehe ich noch einen Totenkopf. Da kommen wir auf jeden Fall auch rauf. Klopfen wir erstmal hier an. Klinge der Gnade. Okay. Das ist jetzt aber eher was... Rituelles, oder? Das ist jetzt nichts. Oh, das ist ja so viel besser jetzt mit kürzlich. Ja, ich liebe das. Okay. Erhöht die Angriffskraft nach jedem kritischen Treffer. Nicht mehr verwendbar. Erhöht die Angriffskraft nach jedem kritischen Treffer. Okay, ist das in der Form von Talisman oder wie darf ich das verstehen? Die Angriffskraft nach jedem kritischen Treffer. Ja, ich meine, also man kann mal davon ausgehen, dass die Sachen, die man hier findet, besser sein müssten als die Sachen, die man im Hauptspiel gefunden hat. Ich kann noch nicht genau sagen, ich weiß gar nicht genau, wie viele kritische Treffer ich sozusagen mache. Und inwiefern das jetzt besser ist als zum Beispiel meine Talente. Aber das merken wir uns jetzt. Ich mach das erstmal nicht. Wir merken uns das jedenfalls. Vielleicht ist sie gar nicht schlecht. So, wir wollten weitergehen. Kann man hier vielleicht nochmal einmal hinten gucken? Manchmal sind da ja so Items auf einer Rückseite versteckt. Hier nicht. Hier hat man nur wunderbare Sicht. Ah, warte, hier haben wir diese komischen Schädel. Die sind aber, das sind aber stinknormale Schädel, ne? Oh Gott, das ist gemein. Ich komme da nicht ran. Das ist so fies.
Da unten ist noch eine neue Gnade. Das sollten wir uns auf jeden Fall mal merken. So, dann gehen wir hier weiter. Da sehe ich nämlich ein schönes Item. Fleischpilz. Die ganzen Türen sind alle zugehämmert, was dafür spricht, dass hier wirklich irgendeine Form von Krankheit. Komme ich hier ohne Pony rüber? Ja. Muss man da rauf? Ist da irgendwas? Wahrscheinlich nicht, aber wir gucken nach. Ja, exakt das meine ich. Das ist halt einfach ein wildes, kaum zu bändigendes Getier. Fuck you, Pony, ey. So, wir gehen jetzt zum Bonfire. Zur Gnade. Auf der anderen Seite schon. Ach komm, wir können auch einmal kurz rasten. So viele Leute habe ich jetzt ja auch nicht besiegt, die mich vor Probleme gestellt hätten. Wir gehen nochmal hier hin. Wir könnten natürlich auch unsere Asche direkt aktivieren hier die ganze Zeit, aber ich mache das erstmal alles so rum. Mit auf dem waren wir doch auch schon, da kamen wir runter, das war doch da der Durchgang, genau. Ja, also es ist jetzt nicht so imposant, wie ich dachte. Hä? Was ist denn mit dir los? Ich dachte, hier gibt es ein bisschen was Größeres noch. Also irgendwie ein Thronsaal, irgendwas, aber das scheint mir einfach nicht so zu sein. Oder ich habe einen Eingang verpasst. Aber das ist dann hier eher so ein Torbogen. Ist hier noch eine Tür, die aufgeht? Ne, die ist auf. Weiche mal kurz den nervigen Wolf aus. Ja, scheint mir dann gar nicht so schrecklich viel hier zu sein. Hier, die Tür geht auch nicht auf. Dann können wir, glaube ich... Ah, guck mal, da oben war ich nämlich noch nicht. Da. Da können wir auch hin. Ich glaube aber nicht mit dem Pony. Von da oben muss ich mich wahrscheinlich dann droppen lassen. Ja, okay, warte. Dann gehen wir nochmal zurück. Das müsste eigentlich dann... Hier rein, Treppe, warte, falscher Gang, Entschuldigung, hier, Treppe hoch. Da liegt noch ein Item, was ist das? Schattenreichrune, okay. So, pass auf, dann. Hey, hör mal auf. Ich wollte euch doch nichts Böses. So, jetzt müssten wir uns hier doch irgendwo da droppen lassen wahrscheinlich, ne? Nein! Ach! Da hätte ich mich droppen lassen müssen. Ich glaube, ich komme aber mit dem Pony hier nicht rauf, oder? Nee. Oh Gott, den ganzen Weg nochmal. Falsch gedroppt. Dip, 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 dip. Aber es geht ja schnell. Mit unserem Pferdchen. Au, hör doch mal auf. So, ich glaube noch ein Stück weiter runter. Waren wir auf dem Balkon schon? Also da ist ja noch ein Balkon. Jetzt weiß ich gar nicht, waren wir da schon drauf? Da ist, glaube ich, nichts weiter. Hier ist es interessanter erstmal. So, bin ich jetzt hier richtig? Jojo. Ein schwarzer Feuerfalter. Was macht der? Einfach nur Crafting-Objekt.
So, und dann geht's hier aber auch nicht viel weiter. Also ist auch nichts Neues mehr. Da ist, glaube ich, nichts. Dann geht's weiter. Okay, let's go. Nähern wir uns mal diesem großen Feuerschalen-Manni an und gucken mal. Oh, der ist ja wirklich sehr, sehr groß. So, wer von denen hat ein Messer in der Hand? Du hast ein Messer. Okay, fuck, jetzt wollen sie alle Ärger. Oder? Ja. Nur die mit Messer, die anderen lasse ich in Ruhe. Oh shit, alles klar, alles klar. Wir wollen miteinander kämpfen. Pferd ermordet, jetzt gibt's Ärger. Ist es möglich, dass ich dem überhaupt gar keinen Schaden zufüge? Im Pony ist das, glaube ich, schon ein bisschen besser. Ich habe dem einfach gar keinen Schaden zugefügt. Warte mal. Ich glaube nicht, dass das. Der sieht aber nice aus. Scheiße. Aber das ist. Der sieht nice aus, oder? Ich habe jetzt mal ein bisschen egal gemacht, weil wir die Gnade direkt nebenan haben und mir das jetzt. Ich das lustig fand. Aber ich glaube nicht, dass das so gedacht ist, dass ich den mal einfach so wegschießen kann. Vielleicht braucht man da ein Item für oder irgendein Skill, aber ich habe dem ja gar keinen Schaden gemacht. Der erinnert mich so ein bisschen an den goldenen Reiter damals, wo man das Gefühl hat, okay, ich soll eigentlich nochmal wiederkommen. Auf jeden Fall muss es hier irgendeinen Trick oder so geben. Eventuell, ich habe ihn ja einmal auf dem Boden gehabt und ich nehme an, vielleicht muss man dann irgendwas machen. Er hat ja, was hat er denn da so? Ah, er hat Köpfe da oben auf dem Oberschenkel. Alles klar, pass auf, ich muss ihn runter und ich muss diese Köpfe abschlagen. Das heißt, ich muss dafür sorgen, dass er auf die Knie geht und dann haue ich ihm die Köpfe ab. Doch vorhin. Ist er doch in die Knie gegangen. Warte. Ich muss auf seine Oberschenkel. Wie komme ich da am besten ran? Oder auf die Hände vielleicht? Er hat ja auch noch so schöne Hände. So, jetzt. Fuck, nee. Ich muss, das ist 100% die Lösung, aber ich weiß nicht, wie ich da rankomme. Vielleicht ist es auch nicht die Lösung. Vielleicht ist es auch. Oh nein, mein Gauli. Aber ich muss doch an die Köpfe da ran, oder nicht? Ah, hat er sich gerade selber gehauen?
danach. Das war nur kurz. Nee. Also auf jeden Fall ist nicht die Idee, dass ich ihn hier so die ganze Zeit schlage. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das der Plan ist. Jetzt vielleicht hätte ich irgendwas machen können. Der fährt schon wieder weg. Das ist nicht die Idee. 100 Pro kann das nicht die Idee sein. Es dauert ja ewig. Ich meine, es klappt offensichtlich. Kann man es auch schaffen. Oh Gott, genau, exakt im falschen Moment. Scheiße, der hat mich komplett gestoppt. Nee, also irgendwas ist auf jeden Fall der... Also man kann den in 100 Stunden besiegen, wenn man einfach gegen seine Füße klopft. Weil er nimmt ja ein bisschen Schaden, aber das ist nicht die Idee. Vielleicht muss ich mit Pfeil und Bogen auf seine Köpfe schießen, die er da am Oberschenkel hat. Irgendwie sagt mir mein Gefühl, dass das eine Lösung sein muss. So geht das jedenfalls nicht. Warte mal, was ist denn mit dir? Was ist der dann noch dabei? Wo sind meine Leckerlis? Hey, warte doch mal! Bap. Alter. Okay. Der ist krass, der Typ. Wo sind meine Sachen? Da. Pass auf. Er hat so eine Maske und er hat da diese Johnnies oben am Oberschenkel. Schalte ich noch mal die Pfeile um eigentlich. Ich gehe mal kurz ein. Vielleicht von oben? Vielleicht muss ich da oben rauf. Von da oben in seine Feuerschale springen. Von da oben. Oder ich muss ihn ins Wasser locken. So, also ist das jetzt einfach nur dann, zu früh. Oh Mann! Und dann mal kurz, einfach mal, da, warte. Ich glaube, dass es völliger Quatsch ist, aber ich will einmal sehen, ob da irgendwas komplett in der Luft. Ah, das ist der Tod. Nein, das ist natürlich nicht der Tod. Das ist schon geil. Das sieht schon nice aus. Ich nehme Reis aus. Ist ja auch ein Foto für.
Ja, wir finden schon noch was. Ich bin ganz entspannt. Das ist ja eigentlich ein Rätsel, ne? Das ist ja ein Rätselboss. So. Gib mir sofort meinen Stuff. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass man da... Diese sprengt auch jedes Mal. Vielleicht sind diese Köpfe aber auch einfach nur Dekoration. Ja, können wir ja erstmal weiterreiten, ne? Vielleicht. Es ist ja auch möglich, dass man den erst mit einem Item oder so besiegen kann, was man später kriegt, bevor ich jetzt hier 23 Stunden verschwende. Und wir reiten mal weiter. Ich guck mir das erstmal an. Was ist da oben? Ist das ein... Oh, guck mal, es ist ein... Ah, wir sind in diesem Geierbereich jetzt. Ah, ich hab noch den Dings ausgerüstet. Ey, wie der mir meinen Kill. Wie der mir einfach meinen Kill streicht. Der hat einfach eine brutale Reichweite. So, warte. Der läuft mir auch immer hinterher. Okay. Gehen wir zu diesem riesigen Torbogen hier. Der spielt einfach Fußball. Guck mal, mach mal die Geier weg, krieg ich ein paar Punkte. Ja, geiles Vieh auf jeden Fall. Wir kommen da später nochmal hin. Völlig klar. Aber wir wollen erstmal ein bisschen weiter gucken. Ist das hier die... die uns gesagt hat, wir sollen uns mal hier treffen. Sie hat ihr auch ein Geheimnis, was sie mit uns teilen möchte. Was haben wir hier für ein Item? Segen des Skadu-Baums. Skadu-Baum-Fragmente findet man im Reich der Schatten überall. Konsumiere sie an Orten der Gnade, um euren Segen des Skadu-Baums zu verstärken. Der Segen des Skadu-Baums steigert die Fähigkeit des Empfängers, Schaden zu verursachen und zu widerstehen. Hat aber außerhalb des Reichs der Schatten keine Auswirkung. Okay. Stehe. Geschnittene Worte wachsen zusammen. Hier lasse ich das erste Fleisch meines Körpers zurück. Mhm, na gut, dann reden wir mal mit... Yeah. Lady Leta spoke of you. You're that tarnished. Guided here by kindly Mikkola. Weren't we all? Du, ich bin nicht the tarnished. I once fought alongside General Radahn. Den hab ich getötet. In battle, you can be sure I'll hold my own. Okay, ich hab Radahn übrigens besiegt. Another thing. Did you speak to our Dara little friend? If you've yet to do so, have him give you a map of the Cross's whereabouts. You'll find more of them dotted about these lands. They are Mikkola the Kind's footprints. Okay. If you've yet to do so, assuming you intend... Ja. Das war doch das, oder? If you've yet to do, assuming you Gut, dann gucken wir mal, was ich da jetzt gerade gefangen habe. Da kann ich doch meine... Da, Segen des Schattenreichs. Segen des... Ich bin nicht hundertprozentig sicher, was das jetzt macht, ob das nur jetzt, ob das meine Kampfkraft verstärkt, ob das irgendwie nur diese Gnade verstärkt, aber ich nehme mal an, das ist
Da. Konsumiert, um euren Segen, die Segen, die Mächte des Trägers Schaden zu verursachen und zu widerstehen hat, aber außerhalb des Reichs der Schatten. Ja, das können wir doch wahrscheinlich einfach jetzt mal machen. Deswegen liegt der ja hier. So, jetzt bin ich noch stärker. Riese hat einen miesen CO2-Abdruck, ja, auf jeden Fall. Okay, jetzt können wir diesen Weg entlang galoppieren. Da kommen wir auf so eine Art. Was ist das? Ein Plateau? Oder nee, wahrscheinlich eine Brücke, ja. Und über die Brücke kommen wir in dieses Schloss, nehme ich mal an. Nee, was heißt aufgeben? Ich will jetzt nur nicht eine Stunde bei diesem Boss verbringen. Der hat ja irgendeine Mechanik. Bevor ich mich jetzt aber so lange mit diesem Boss auseinandersetze. Warte mal. Rede ich erstmal noch mit ihm. Will ich ein bisschen die Welt mir angucken. Fi, another. Treading the heels of Mikela. Then, as that woman would surely say, we are in our purposes well aligned. But understand, your kind are not forgiven. The Earth Tree is my people's enemy. By Marika long betrayed. Set aflame. I believe Mikela's apologies when he says our delivery will come, but never will I see your kind as worthy. Okay. And yet my oath I cannot overlook. If Mikela it is whom you would seek, then comrade, allow me to give you this. These are the sights of the crosses I found. I urge you, follow after Mikela. As long as you abide by his footfalls, you will be no enemy to me. Weißt du eigentlich, wer ich bin? I urge you, as long as you abide. Ja. Ich weiß nicht genau, warum er nicht glaubt, dass ich mega krass bin. Aber okay, er wird seine Gründe haben. Und die himmlische Blutknospe haben wir uns auch gepflückt. Ist doch schön. Der Segen des Götterbaums. Na gut. So, lass uns mal da Richtung Brücke galoppieren. Das sieht mir doch aus wie ein vielversprechendes Ziel. Der DLC ist ein neues Gebiet, so wie mir scheint. Wir sind ja quasi rüber teleportiert worden in das Reich der Schatten. Jetzt habe ich leichte Demon's Souls Vibes auf dieser Brücke hier. Barrikaden vollgestopft. Und jetzt. Ja, na klar. Das ist zwar kein Drache, aber. Habt ihr Feinde? Ja, ich reite mal einfach an euch vorbei. Ein bisschen schlecht unterhalten. So, warte. Kann ich die auch bedienen? Dann kann ich die abschießen. No! Schade. Ich hab gedacht, ich kann die Gegner da hinten, die mich jetzt hier mit so kleinen Pillowbolzen ärgern wollen. Ach, eine Axt auch noch dabei, oder was? Genau. Da haben die aber schnell die Waffe gewechselt. So, dann schauen wir uns das hier mal an. Also die haben ja die Brücke gegen irgendwas verteidigt. Gegen was haben sie die Brücke verteidigt? Hier ist das Offizierszelt. Hier hat der General mit seinen Kumpanen getagt. Taktiken besprochen. Oder hinten ist ein etwas größerer Buddy. Guck mal, da sind überall. Okay, jetzt muss ich eben tatsächlich. Das sind so Assassinen. Ich meine, ich könnte natürlich jetzt so sneaky sein. Aber ich musste meine Arroganz ablegen.
Ich habe so eine gewisse Arroganz entwickelt, weil ich ja mega krass bin, da wo ich herkomme. Aber hier bin ich noch nicht mega krass. Deswegen muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich hier trotzdem sneaky bin. Oh nein, der ruft seine Freunde. Der Trompetenboy. Scheiße. Okay. Oh, nicht ins Zelt rein, da habe ich leider. Okay, warte. Können wir jetzt von überall kommen, die Freunde? Ja, ne, genau nicht ins Sandwich nehmen, da habe ich jetzt gar nicht gar keinen Bock drauf. Okay, warte. Warte, wir machen das mal kurz ein bisschen anders. So, jetzt habe ich auch wieder ein Schwert in der Hand. Dass ich zwei Flaschen genommen hatte. Hier war ja auch noch eine leckere Kiste. Die haben auf jeden Fall noch jede Menge Vorräte hier. Wir könnten noch eine Weile durchhalten. Aber gut, jetzt bin ich ja da. Wir nehmen jetzt erstmal diese Seite des Camps auseinander. Da war noch eine Kiste. Hier noch welche, die sind hoffentlich alle gekommen dann, nachdem der sein Horn da getrötet hat. Hier ist die Kiste. Was haben wir jetzt hier drin? Feuerfunken Parfümflasche. Oh, guck mal, hier ist auch noch mal so ein Speisezelt. Okay, vielleicht nicht unbedingt ein Speisezelt, eher so ein Waffenzelt. Was haben wir hier noch? Nichts zu erwarten in den Kisten, ne? Da ist ja eigentlich nie irgendwas drin. Okay, das ist ein riesiges Kriegslager. Boah, ist das ein riesiges Kriegslager. Wie laufe ich das jetzt am besten ab? Einmal so eine Runde drehen. Sehe ich jetzt hier gerade niemanden mehr? Tja, ist im einen der Zelte noch irgendwas Tolles drin? Irgendwas? Anything? Was ist eigentlich für ein Wappen da oben? Feuer, links ist ein Feuer, rechts ist so eine Art Portal oder ein Ring oder sowas. Aber überall sieht man jedenfalls Feuer. Oh, guck mal, hier ist eine Gnade.
Das finde ich eigentlich einen ganz guten Ort. Aber ich werde mich noch nicht hinsetzen. Weil sonst sind die Leute ja alle wieder da. Deswegen, wir gucken erstmal hier ganz in Ruhe alles durch. Die andere Seite des Lagers haben wir uns noch nicht angeguckt. Da waren wir, glaube ich, überall, ne? Da liegt noch ein Item. Oh, noch so ein Skadu-Baum-Fragment. Aber davon müsste ich mich ja, da ist ein Heini, an die Gnade setzen. Und das will ich ja noch nicht. Ich will erstmal kurz gucken, dass ich die Seite des Camps... Ach, ich eigentlich jedes Mal die falsche Taste drücke. Einmal kurz ausräuchere noch. Da links lief noch so eine Patrouille lang. Hier sind ja diese verräterischen Schmetterlinge. So, da marschiert jemand mit seinem Hundimann lang. Warte, wieso hast du überlebt? Müssen wir darüber unterhalten, dass du eigentlich gar nicht mehr leben darfst? Schweinerei. Lieber nochmal eine Flasche hier nehmen. Wir haben ja da eine Gnade, wo wir gleich rasten können. So, nicht geizig sein, das hat uns eben auch das Leben gerettet. Also schrecklich bevölkert ist das hier nicht. Ah, da. Kommen wir mal von der anderen Seite. Ich nehme die jetzt mal ernst. Ne? Wir wollen jetzt nicht hochnäsig sein. Hochnäsigkeit führt immer zum Tod. Ja, die können nämlich ein bisschen was. Was ist jetzt hier für eine Flamme? Kann ich irgendwas... Nö, einfach nur Lagerfeuer. Sind mir das die letzten Verteidiger? Oh, hier die Adler, die kann man doch auch um ihre Federn bringen, oder? Tut mir ein bisschen leid, diese prächtigen Geschöpfe, aber Federn sind manchmal für Pfeile ganz gut. Was man hat, das hat man. Yo, ich glaube... So reichhaltige Köstlichkeiten sind hier nicht mehr. Ich sehe zumindest jetzt hier keine zweite Kiste. Ah, hi. Nee, nicht mich in Brand setzen. Okay, das ist ein Riesenboy. Alles klar. Ja. Okay. Warte, 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 warte. Okay, holy damage. Yo. Schmiedestein. Ich habe gerade noch gesagt, so große Leute lungern hier nicht mehr rum. Schwups, die Wups ist der General. Das war vermutlich der General. Oh, hier. Der hat hier diese königliche Leiche bewacht. Schaut mal, so eine verdörrte. Oh, das Handbuch des Feuerritters. Hast du eine Badekappe auf? Ja, das ist eine coole Maske. Was kann ich jetzt damit craften? Feuerspirale. So, was haben wir hier noch? Ich glaube fast, das war's.
schon mal geirrt. So, habe ich alle Zelte durchsucht. Diese Totenköpfe, ne? Man kann ja auch nicht... Eigentlich ist es völlig lächerlich. Die sind auch so schwer zu treffen. Aber so eine kleine Mini-Rune kann ja auch mal einen Unterschied machen. So. Hallo, hallo, ist hier noch jemand? Hallo! Man müsste rufen können. Man müsste einmal wirklich so einen Schrei. Was ist das? Oh. Mesmers Glut. Okay, die ist wahrscheinlich eher selten, oder? Ach was, der Typ hätte eine fette Waffe droppen können. Der mir gerade quasi gar nichts gegeben hat. Ist ja lächerlich. Aber man kann ja wahrscheinlich häufiger gegen den kämpfen. Hier ist ja so eine Gnade. Wenn man will. Und dann kriegt man ja vielleicht dann mal irgendwann was. Wahrscheinlich so ein bisschen wie diese Dunkelritter bei Dark Souls. Dark Knights. Rufen kann man über die Geste, aber auch so, dass sie dann angelaufen kommen, die Leute. So, hier hatte ich alles, da kam ich her, ne? Die Zelte hatte ich alle durchsucht. Ich meine schon. Wir könnten jetzt rasten, aber wir sind ja wieder bei 14 Flasks. Ja, wir müssen überhaupt nicht rasten. Wir gehen jetzt hier weiter. Ach, geil. Was ist das denn? Ist das schon ein Boss? Geil. Ist das ein erster Boss? Warte mal. Okay, wir können Level aufnehmen. Ein sogenanntes Level aufnehmen. Das machen wir doch. Und machen mal Kraft. So, jetzt haben wir eh nur noch Penunzen hier. Soll mir recht sein. Und dann gucken wir doch mal. Vielleicht ist es ja schon jetzt, zu diesem frühen Zeitpunkt, bereits ein amtlicher Bossfight. Oder ist das nur so ein kleiner Zwischen-Johnny? Werden wir hier die nächsten 4 Stunden verbringen, um mit diesem Typ zu fechten? Ey, wir müssen auch nicht Feinde sein, ne? Man kann auch sagen, wir sind irgendwie Buddies. Ey, warte. Ja, warte. Ja, er stiefelt. Oh Gott. Eieieiei. Wurde aber nochmal richtig wütend gerade. Dunkelschmiedestein und ein königliches Magiefett. Alles klar. Naja, ein wirklicher Boss war das nicht. Da oben haben wir eine schöne Köstlichkeit von der Klippe hängen. Oh, da ist jemand. Der ist böse. Da geht's die Treppe rauf. Was war hier? Noch eine größere, imposantere Treppe. Aber hier an der Klippe klebt auch was Feines. Ein Dunkelschmiedestein. Oh, guck mal, hier ein Wasserfall. Der geht aber gar nicht. Oh. Naja, traue ich mich jetzt nicht lang. So, wieder diese Schmetterlinge. Okay, gehen wir erstmal die große Treppe hoch oder gehen wir durch diesen kleinen Raum? Wir gehen immer in den kleinen Raum. Das ist ein Kerker oder was ist das? Ne, ist einfach eine Waffenkammer. Ist er da alleine? Nicht, dass es hier unliebsame Überraschungen gibt.
schöne Schattenreichrune. Okay, können wir nicht kaputt machen. Eine völlig unnötige Zerstörungswut. Es ist auch nie irgendwas in diesen Kisten drin. Ansonsten ist hier auch kein Geheimgang und nix. Oder was ist hier mit diesem Ding da? Komm ich da? Schaut mal. Also ganz ehrlich. Guckt mal. Da unten ist schon Licht. Also vielleicht hat das sogar irgendeinen Sinn hier, dieses Ding. Aber vermutlich nicht. Dann gehen wir die große Treppe entlang. Hier sind überall diese Feuerfalter. Ich weiß nicht, ob die irgendwann nochmal wirklich wichtig werden. Ich glaube nicht. So, ist jetzt hier wieder so ein Kugelmoment? Ne, es kommt keine Feuerkugel die Treppe runter. Gerollt. Oh, ein Baggerer. Oh, mit seinem Auto, sag ich schon noch. Okay, ich kann einfach seine Attacke 0 unterbrechen. Okay. Das ist ja schon sauer, weil ich... Oh, da kommt noch einer. Okay. So, die Speertypen sind immer sehr schnell. Die stechen immer so... Hier war aber noch so ein kleiner Hund. Da. Das ist der letzte Feind, der hier lauert. Ja. Oh, da geht's rauf auf den Turm und da geht's in irgendeine dunkle Höhle. Haben wir eigentlich unsere Lampe? Könnten wir mal wieder anmachen. Ah, da ist sie schon. Wenn wir hier in so eine dunkle Höhle gehen. Ist immer die Frage. Oh, guck mal da oben. Oh, okay. Hier ist auch, hier lauert auch was. Aber nur eine Sache. Ach so, das ist noch so ein Chinchilla. Oh nein, das tut mir voll leid. Ach. Warte, ich wollte das gar nicht gucken. Ich wollte das hier, die Überreste plündern. Eine Flugfeder. Oh nein. Jetzt habe ich dieses arme Tier geschlachtet, der einfach friedlich wahrscheinlich... Oh Mann, hat er seinen Kindern gesagt, du Leute, ich gehe kurz raus und suche ein paar Haselnüsse oder so. Und dann sowas. Jetzt sind wir wieder hier. Ah, warte, nicht wieder hier. Diesen Raum hatte ich gar nicht in Augenschein genommen. Handbuch des Getreuen. Oh, noch ein Keulenboy. Ist der alleine? Er hat mich entdeckt. Ja, ist klar, dass der Schwertschlag. Okay, krass. Okay, das ist krass. Warte. Ah, anderes Timing als mit der Keule. Okay, er droppt einfach nichts. Der ist einfach so undroppable.
Da oben ist noch eine Gnade. Wir haben nur noch zwei Flasks. Oh, Nachricht von Ladder. Ein Fragment. Na, erstmal, wer weiß, was hier noch passiert, ne? Immer erst die Gnade aktivieren. Schön, schön. Yo, noch kein Kartenstück. Ich werde natürlich jetzt mal rasten. Wir haben nur noch zwei und ich habe ja, meine ich, auch noch diese Fragmente hier. So, hier, das kann ich doch jetzt machen, oder? Achso. Ah, okay. Na egal, wir sind jetzt in Stufe 2, das muss ja was Gutes sein. So, dann lesen wir mal diesen Brief. Von Nadelritterin Leda hinterlassene Nachricht aus gleichgesinnte Geister, an gleichgesinnte Geister, die ebenfalls Mikellas Spuren folgen. Der gütige Mikella ist unterwegs zum Schattenturm. Wenn wir ihn erreichen wollen, müssen wir uns zu den uralten Ruinen hinter der Hochbrücke des Schattenbergfrieds begeben, um dort den Baum zu verbrennen, der den Weg versperrt. Ich mache mich auf den Weg zum Bergfried. Okay. Naja. Dann machen wir das doch auch einfach auch. So, da sind wieder die Boys und so, aber die brauche ich nicht. Guck mal, da ist wieder der Typ. Die ganzen Leute sind jetzt wieder da. Der scheint jetzt ja... Also hier ist wahrscheinlich auch ein ganz guter Farming-Spot. Ich darf mein Pferdchen hier nicht rufen. Warum? Kann ich hier runterjumpen, ohne dass ich sterbe? Naja, ich weiß nicht, ob ich jetzt jedes Mal gegen ihn kämpfen muss. Ich wollte jetzt eigentlich einfach wieder zurück und dann da durch den Tunnel und zurück. Kommst du jetzt zu mir? Weil dann kann ich einmal kurz... Ich muss ja jetzt ja nicht jedes Mal gegen dich kämpfen. Hi! Tschüss. So. Hier wollte ich lang auf den Bergfried. Ich weiß jetzt nicht, wie lange der mir hinterher eilt. Möglicherweise sehr lange, dann ist das natürlich blöd. Weil die sind ja auch wieder Leute. Das ist nämlich immer der Klassiker, dann läuft man in die Arme der nächsten Bande und dann... man die im Rücken, ne? Das will man ja auch nicht. So, guck mal, da oben kommen wir wahrscheinlich jetzt hin. Dann gehen wir doch einfach jetzt hier diese Treppe rauf. Tappel. Oh, noch eine Kiste. Das ist ja eine freudige Überraschung. Oh, was ist das denn? My Lady. Ein leichtes Großschwert, viel eher ein Schwert, dessen Klinge in ihrer Länge einem Großschwert ähnelt, obgleich sie auf minimales Gewicht reduziert wurde. Aufgrund des feinen Aussehens nach Adelsdarm benannt, mit geübter Form lässt sich diese Waffe so geschmeidig führen wie ein gerades Schwert. Talent aufspießender Stoß.
Ein Talent, das entwickelt wurde, um Schilde mit durchbohrenden Waffen zu überwinden. Ah, sammelt eure Kraft und springt vorwärts, um die Abwehr des Gegners zu durchdringen. Das ist natürlich eine Waffe, die vermutlich jetzt im zeitnah auch helfen könnte gegen diese ganzen schildbewehrten Rittersleute. Allerdings sind die natürlich alle nicht aufgewertet. Also die können ja nicht auch nur im Ansatz so viel Schaden machen wie meine Katana. Aber die haben natürlich dann eine andere Technik. Kann man die... Warte, können ja... Ich will ja auch dem Addon ein bisschen Chance geben, mir mal anzugucken. Was, wo bist du denn jetzt hier eigentlich gelandet? Okay, wo ist das Ding? Da muss eigentlich ein Ausrufezeichen drauf sein. Was? Das ist gar keine Waffe. Was ist denn das? Ich bin kurz verwirrt. Was ist das für ein Gerät? Das muss so eine Waffe sein. Das ist ein Großschwert. Wieso habe ich das gerade nicht gesehen? Was können die? Die können ja auch nicht... Ah, da können wir mal gucken uns das mal an. Das wäre vielleicht lächerlich, wenn die in diese kleinen Soldatenuniformen in irgendeiner Form mit uns konkurrieren könnten, mit unseren richtig krassen Boss-Klamotten. War ganz unten gerade. Wieso habe ich das nicht gesehen? Okay, da ist es. Also. Wenn wir das mal... Okay. Und das ist halt der Stich. Der hier, der gerade Stich ins Herz. Na gut. Merken wir uns mal. Sieht eigentlich ganz nice aus. Ne, warte, jetzt habe ich original... Ach. Da bist du. Fuck, habe ich das jetzt richtig rum? Warte mal. Hatte ich das blutige Uchi immer... Ja, ne, so hatte ich das die ganze Zeit, oder? Will ich gerade so wie es auf der... Ist doch egal. So, runter. Andersrum. Ich frage mich, ob das einen Sinn gemacht hatte, dass ich das andersrum hatte, mit der linken und der rechten Hand vertauscht. Egal. So, das kann ja noch nicht alles gewesen sein hier. Da oben komme ich ja auch noch rauf. Warte mal kurz. Hier kam ich ja her. Komme ich von der anderen Seite da hoch? Nee. Ich muss wahrscheinlich dann wieder da durch diesen Gang. Da kommen wir auch irgendwann mal rüber. Also wir gucken mal, kann ich mein Pferdchen rufen? Ich
So, da muss ich auch noch mal reinkommen. Also es gibt hier schon auf jeden Fall noch Sachen. Jetzt habe ich da wieder diesen... den neuen Johnny da, den Keulenboy. Ich habe jetzt eigentlich gar nicht vor, die ganze Zeit gegen dich zu kämpfen. Okay, das war mega dumm, mega dumm. Rechts war das Rote, stimmt schon, ja. Ich war kurz verwirrt. So, pass auf. Da ist jetzt dann noch ein Tor. Und hier geht's noch weiter. Ah, ich wusste es, wie immer. Immer! Lockt mich das nur. Hey, der lebt noch. Ja, der lebt noch. Haben die hier so einen sneaky Hund einfach abgestellt? Eine silberne Fresstierhand. Federtierfuß, meine ich. Fresstierhand. Federtierfuß ist einfach was ganz anderes. Verbessert die Objektentdeckung. Kurz die Objektentdeckung. So, also hier ist ja noch so eine Tür, ne? Kriegen wir die überhaupt auf? Ist hier ein Hebel? Nee. Da sind aber, seht ihr das? Da sind so Wachen da hinten noch versteckt. Ach, hallo. Naja. Machen wir jetzt miteinander, wir beide. Der war jetzt auch leicht verwirrt. Okay, da ist ein Loch. Das ist sehr interessant. Welche Art ist dieses Loch? Da müssen wir uns vermutlich einfach mal runterstürzen jetzt. Aber da sind diverse Hundimänner drin. Die schlafen. Der schläft nicht. Überhaupt nicht meine Absicht gewesen. Okay, mega dumm. Okay, vergiss es einfach. Man weiß ja nicht, was hier noch so lauert, ne? Das ist so ein Klassiker, dann ist da eine Riesenkröte drin oder so. Die einen dann direkt wegschleckt. Man muss immer ein bisschen vorsichtig sein auch. Da sind noch so ein paar Adlerfreunde. Okay, jetzt sind wir beim Wasserfall. Kommen wir erstmal hier runter. Oh Gott, das ist... Nee. Was ist das denn? Oh, wieder so, guck mal, so ein kleiner. Ein Känguru. Geh weg, rette dich von mir. Da geht's auf so ein Dach rauf. Oh Gott, so, Adler. Der war schuld. Du bist nicht schnell genug gewesen. Ich brauche ab und zu mal Sternenlichtsplitter. So, da ist die Brücke.
Da sind wir hoch. Guck mal, wir müssen da ja auch raufkommen. Aber vielleicht von der anderen Seite dann. Oder ist hier ein Loch irgendwo im Dach? Nee, ne? Kein Loch im Dach. Also jetzt müssen wir hier wieder rüber. Das hat großes Fail-Potenzial. Da kann man gerne mal abstürzen. Aber manchmal ist das ja auch ein Gag, weil dann ist da irgendwas, wo man tatsächlich auch hin muss. Wir gehen mal die andere Seite noch lang. Hier, guck mal, die wollen mich irgendwo hinführen. Scheiße. Ob das so eine gute Idee ist? Ja. Oh, eine Schildi! Hi, Schildi! Die werde ich natürlich nicht töten. Die lasse ich in Ruhe. Na, ist hier irgendwas Schauriges? Ihr seht, ich bin durchaus ein bisschen vorsichtig. Man weiß ja nie, was hier auf einen lauert, ne? Wie fett! Na, was ist jetzt hier? Komm, hier irgendwas Grausames ist doch hier noch. Tollen Harzknoten. Jetzt auch nicht mehr weiter. Gibt dann die Leiter rauf. Muss man diese Schatten ausmachen, die spoilen mir ja alles. So. Die tollen Soldatenstulpen. Ich randaliere hier völlig unnötigerweise. Sind das riesige Weinfässer hier? Ja, ne? So können wir in uns reingucken. Schau mal. Da ist aber nicht viel drin. Der Kopf ist relativ leer. Guck mal, jetzt kann ich, glaube ich, hier mit diesem Mechanismus das Tor hochziehen. Schätze ich mal. Und einen Shortcut freilegen. Das hat sich doch belohnt. Guck. Und jetzt sind wir bei unserer Gnade. Wir müssen eigentlich auch wieder hinsetzen und nach oben gehen. Bevor wir da... So, an dieser Stelle, wenn wir an der Gnade sitzen, beenden wir mal Folge 1 des Elden Ring DLCs. Wir machen gleich im Anschluss direkt die zweite Folge. Wir haben ein bisschen Zeit. Und ja, das ist ein tolles Abenteuer. Wir haben jetzt noch keinen Boss erwischt. Aber vielleicht lauert ja hier irgendwann in irgendeinem alten Thronsaal einer zerfallenen Burg noch irgendein Überrest eines einstmals mächtigen Herrschers, der sich in seinem letzten Kampf gegen uns stellen will. Man weiß es nicht. Wir werden es sehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Leute.